Okay, wir sind zurück bei der Doom 3 BFG Edition DLC Resurrection of Evil und stehen vor der Tür zum Sicherheitskern, wo uns wahrscheinlich ein Boss erwarten wird. Ich gehe natürlich da jetzt ungern rein, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Wisst ihr? Da haben wir den Salat. Gleich geht's los. Ich hasse Bosskämpfe in Spielen, müsst ihr wissen. Aber ich bin zuversichtlich, die Doom 3 Bosse sind nicht die allzu schwierigsten. Der sieht auch nicht extrem bedrohlich aus. Den Schädel haben sie von Alien geklaut. Macht aber nichts. Gleich fehlt er ihm. Oh! Oder auch nicht. Gleich fehlt er auch mir. Wir haben gut aufgepasst. Wir müssen diese, ja, diese Energiequellen hier zerstören. Weil das ist seine Energiequelle. Und sein Schild wird damit offensichtlich versorgt. Aber es tut sich nichts. Wieso tut sich da nichts? Vielleicht, weil ich ihn nicht treffe. Das könnte ein Hinweis sein. Oh Gott, die Raketen sind scheiße. Oder? Sind sie scheiße? Nee, jetzt geht's los. Schau dir das an. Wir müssen darüber. Oh, was ist jetzt? Schau dir das an. Das Mistvieh. Jetzt ist er wieder zugegangen. Was ist denn da passiert? Schau dir das an. Ich habe aufgemacht. Das geht wieder zu. Okay, der erste ist hin. Aber ich auch gleich. Schau. Und da verbrenne ich mir den Arsch, wenn ich so da rangehe. Er hat eigenartige Bewegungen. Schwer zu antizipieren. Schwer ist das nicht, aber ich brauche halt Geduld. Ah, und diesmal stehen wir direkt daneben. Jetzt ist er aber sauer, glaube ich. Schau, wie sauer. Er schäumt vor Wut. Und mir gehen gleich die Raketen aus. So weiter geht. Recht schlau ist er nicht, schau. Was hat er denn jetzt vor? Ich glaube, er ist beleidigt. Dreht mir den Rücken zu. Er hat sein Schicksal erkannt, dass er ohnehin keine Chance haben wird. Oh, der Arme. Irgendwie kann er ihm fast leid tun. Jetzt ist er ohne Schutzschirm. Oh Gott. Gleich ist es vorbei mit ihm. Oh, und schon geht er den Weg alles Höllischen. Außerirdischen. Ja, so kann es gehen, wenn man sich mit Clarence anlegt. Beißt man ins Gras. Wir haben nicht mal unsere Slow-Mo benutzt. Die habe ich ganz vergessen. Ja, leite um, Baby. Ich leite auch gleich um. Jetzt mit der Skypern zur Reaktoranlage. Von dort kommen wir an die letzten Fallsysteme. Meinen Schlauch in deine... Oh, verschafft dir Zugang. Okay. Wir haben ein neues Ziel. Ich dachte, es ist schon aus. Gott sei Dank noch nicht. Wir schalten wieder zurück. Und... Ich glaube, speichern wäre angesagt. Es war zwar unterhaltsam, aber ich möchte es nicht gleich nochmal machen müssen. Ist mir auf Anhieb gelungen, was sagt ihr? Naja, war wirklich nicht schwer. Vor allem, wenn man genug Munition hatte und ich habe gespart. Spare in der Not, dann hast du in der Zeit. Oder umgekehrt. Und ein paar Shards. Sehr gut. Die nehmen wir auch noch mit, weil es wurscht ist. Die Wurscht weiß ist. Security. Aha, endlich. Endlich komme ich da rein, wo ich schon immer rein wollte. Vorher durfte ich da nur reinlinsen. Und hier ist viel Plasma-Munition. Das heißt, wir könnten dann auch mal die Plasma... Oh, ich bin voll. Ich bin voll mit Plasma. Schau das an. 500.
Jetzt ist es zu spät. Ich hätte das beim Monster nehmen sollen. David Edens. Okay. Das passt irgendwie zur Hölle. David Edens. Hat aber kein Audiolog gespeichert, die faule Sau. Hallo David, wir planen für Freitag hier an Standort 1 wieder ein großes Spiel. Ah, was denn? Flaschen drehen. Lass mich wissen, ob du kommst, Kumpel. Ja, das würde ich ihm nicht auf die Nase binden. Gibt es irgendwelche Informationen von der USC-Post? Was sind denn das für blöde Mails? Nicht mal ein Code drin, gar nichts. Es dient nur zum Amüsement des Spielers. Ich sehe. Zugang erteilt. Was? Oh! Das ist der mit dem... dem eigenen Rössel. Das Rösselmonster. Kommt der jetzt zu mir oder was? Sag bloß. Nein, der kommt! Ich glaube, er kommt. Mistvieh! Wie soll ich denn da ausweichen? Oh Gott. Gerade noch. Rechtzeitig. Noch einer! Ja. Scheiße, ein Dreck. Gesundheit auftanken und jetzt draufhalten. Muss aufpassen, dass sich das ausgeht, weil ich kann hier nicht mehr retreaten. Noch einer? Nein, aber was anderes. Was anderes gemeingefährliches. Das ist praktisch, dass hier die Munition vom Plasma rumliegt. Kommt mir sehr gelegen. Er kriegt auch noch ein wenig Plasma. Jeder kriegt ein bisschen Plasma. Au! Um die Ecke ausweichen hat sich nicht als sehr effektiv erwiesen. Eher direkt frontal ausweichen. War besser. So, den einen nehmen wir auch noch mit, weil es wahrscheinlich egal ist und wir nicht mehr hier zurückkommen. Nehme ich mal an. So, und jetzt sparen wir wieder ein bisschen. Jetzt ist nämlich gerade die Zeit. Sparen. Keine Not. Forschungssektor B ist kaputt. Dann gehen wir halt wieder zum Forschungssektor A. Nee, zum A müssen wir auch nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Zu ihr zurück. Zur O'Neill. Zur Frau O'Neill. Wow, den hat's zerrissen. Den auch. Das ist die Super Shotty. Wieso war der eigentlich da drin? Bei den Artefakten. Oh. Hat sich die Artefakte angesehen. Okay. Au. Ich muss schauen, dass ich sie auf einen schlag, weil... Nein, jetzt kommt der wieder. Das mag er nicht, schau. Er grunzt da. Schau, wer grunzt. Oh. 15. 15 Gesundheit. Oh, scheiße. Ich schmeiße mir ein paar Granaten entgegen. Das mag er sicher. Er liebt es. Ich habe nur mehr 3 Granaten. Shit. Was jetzt? Bin ich im Arsch, oder wie? Wieso ist er abgehauen? Oh, da steht er. Au. Er hat nur gewartet. Au, wow, wow. Au, wow, wow, das geht sich nicht aus, ha? Huh? Ich musste etwas schummeln und die Pfosten hier zu Hilfe zu nehmen. So, hier ist noch ein kleines Päckchen. Für die kleine Notdurft. Jetzt haben wir wenigstens 26. Ich muss mir auch angewöhnen, öfter die Slow-Mo zu verwenden. Das Blöde ist halt bei der Slow-Mo, man muss extra auf das Herz wechseln. Und dann wieder zurück, was auch Zeit kostet. Also in Summe verliert man vielleicht sogar mehr, als man spart. Ich schau mal nur kurz, ob da noch irgendwo was ist. Auf jeden Fall ist da noch die Munition. Und da war auch noch was. Da ist, glaube ich, nichts mehr.
Ich hol mir die Munition auch noch. Gesundheit habe ich leider verbraucht. Hätte sich auch vermeiden lassen, wenn man ein wenig geschickter gewesen wäre. Was soll ich machen? Ah, da ist ja noch ein Riesenpaket. Schau dir das an. Super, okay. Jetzt können wir gehen zum Skytram Bahnhof, ne? Oder irre ich? Das ist eh dasselbe. In grün. In rot. Was ist dazu? Es führt auch zum selben Bahnhof. Nein? Okay. Phobos Labor 3 müssen wir jetzt. Vorher waren wir im Phobos Labor 1. Verstehe. Unsere Privatschienenbahn wartet bereits auf uns. Und da waren wir, glaube ich, auch noch nicht unten. Es war nämlich die Phobosbahn 1. Siehst du, da waren wir noch nicht. Wusste es. Ich habe einfach den richtigen Riecher. Für diese Dinge. Nehmen wir mal an, wir müssen die da nehmen. Die steht offen. Activatio. Und jetzt gibt es wieder so eine schöne Außenansicht. Die ich heiß liebe. Oh, schau. Da oben waren wir. Das war der Lift mit Außenansicht. Fahr nicht so schnell. Ich möchte gerne... Ah, oh. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Nicht hier. Ich möchte die Außensicht genießen. Wann hat man schon Gelegenheit, den Mars an der Oberfläche zu betrachten? Meistens geht dann die Luft aus oder man wird beschossen. Aber hier in Ruhe in der Magnetobahn wäre es bequem. Man scheißt sich nicht an. Reaktorbetriebszentrale, oh Gott. Der Chef der Verkehrsüberwachung ist da drin. So, wir sind voll. Wir fahren den Hauptreaktor im Phobos-Labor runter. Okay. Wenn du das sagst, da ist auch eine Leiter. Ah, werden wir gleich nachschauen. Da ist sicher irgendwas. Aber speichern müssen wir. Wer weiß, vielleicht stürze ich hier schon ab. Kann auch passieren. Okay, hier ist nichts. Diesmal. Reaktorbetriebszentrale, Reaktorbetriebszentrale. Was? Oh. Wieso? Aber wieso? Oh. Solltest fasten, dann würdest du noch leben. Der wurde nicht von der Hölle und den Dämonen übernommen, sondern... Der war einfach zu fett. Hatte zu viel Triglyceride. Daran ist er gestorben. Das hat ihn dann zombifiziert. Meine Theorie. Wieso blinkt hier immer alles? Okay, ich glaube, das ist ein dezenter Hinweis. Wir sollten die Plasmakanone benutzen. Die nicht, die da. Hier ist Munition zum Saufüttern. Ja. Wow, das wirkt aber geil. Gegen die. Oh, oh. Was? Ach so, der ist das. Ich hab das Plasma eigentlich nie benutzt gegen die, weil ich mir dachte, die schleudern selbst mit Plasma und sind vielleicht etwas immun dagegen. Kann ja sein, ne? Nein, nein. Oh. Oh! Arsch. Schießt ums Eck. So, 50 haben wir noch. Ich glaube, das war noch nicht alles. Das war erst die erste Welle. Die perfekte Welle kommt noch. Wir sind
das für ein Gerät? Schau dir das an. Da ist ein Knubbel dran oben. Das ist ein typischer Doom 3 Knubbel. Die findet man immer wieder, diese eigenartige Texturverzerrung. Die findet man nur in Doom 3. Wisst ihr, es sieht alles so knubbelig aus. Da sind ein paar Shards. Nehmen wir auch noch mit. Okay, speichern nicht vergessen. Und wo geht's hin? Da? Eigenartig. Verwinkelt. Für Skytram würde man eher einen Hauptbahnhof erwarten mit bequemen Sitzgelegenheiten. Oh nee, das ist ja da. Die Betriebszentrale soll das sein? Ich weiß nicht. Sieht sehr plasmatisch aus. Ah, das sind die da. Die musst du erstmal treffen, die. Die sind zwar recht fett und kugelrund, aber schwer zu treffen. Was machen wir jetzt? Die da haben auch 600. Kommen sicher noch einige. Aber eigenartigerweise nur immer einer auf einmal. Wenn sie alle vier auf einmal, dann hätte ich Probleme bekommen, aber so. Wie doof. Okay, ich sehe schon, wir müssen da runter. Gesperrt, Brückensteuerung. Was brauchen wir? Zugangsversuch protokolliert. Oh, jetzt kriege ich einen auf den Deckel. Oder was? Was passiert, wenn ich da runter hüpfe? Werde ich dann zerlegt oder entmaterialisiert? Oh, was war jetzt? Der hat doch gar nicht geschossen. Noch einer. Überlegt euch. Und wieder dieselbe Taco-Dämon-Totenkopf-Kombination. Es geht runter in die Betriebszentrale. Scheiße. Toxischer Level. Warnung. Ist das gut? Habe ich eine Atemschutzmaske? Ich hatte doch so einen Anzug, ne? Den Arsch schieße ich dir. Was du davon? Kann ich da runter? Ja, da kann ich runter. Muss ich da runter, ist die Frage. Ja, da muss ich runter. Muss ich die Fragen da selbst stellen? Kann man sie auch beantworten? Ich hasse es, wenn Fremde mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Solche Fragen stelle ich mir selbst gar nicht. Ist das nicht schlau? Okay. Da haben wir schon die Zugangskarte. Da haben wir eine Rüstung. Dringend benötigte Rüstung übrigens. Und zuerst schauen wir uns das Audiolog von Nicholas Haag. Haag, das ist auch ein Café. Hat keine Audiologs auch. Schreibt an Kelly Garland. Judy Garland. Das ist ein Spam. Schau mal, Spam-Mail. Ah, endlich mal eine nützliche Mail. 492 ist der neue Code für das Schließfach im Reaktorkomplex. Einziger Komplexhaufen. 492. Und die nehmen wir natürlich auch mit. Das ist nämlich der Reaktorschlüssel. Und rauf fahren wir mit dem Lift. Wie Sirs. Nur das vulgäre Fußvolk muss die Leitern benutzen. Ich fahre mit dem Lift. Was? Noch einer.
höre was. Ich höre was. Ich höre dir zischen. Tritt vor meinen Lauf, Bruder. Was kriegt der? Eine Granate? Ich hab daneben. Nein, die ist vorher stehen geblieben. So, was haben wir noch nicht benutzt? Die Chain Gun. Chain Gun ist immer eine Bank. Da geht man nie fail, wenn man die Chain Gun benutzt. Außer auf große Distanz ist sie ein bisschen blöd. So wie hier. Die Streuung ist nämlich schon brutal. Noch einer. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Mit dir auch nicht. Ja. Wird's. So, das ist sich alles ausgegangen, ohne nachzuladen. Man muss nur die Vorglühzeit der Kanone beachten, dann läuft das wie geschmiert. Einer kommt noch, was wollen wir wetten? Ist der? Wow, jetzt kommt das ganze Aufgebot. Alles, was sie haben. Alles, was die Hölle hergibt. Werfen sie mir jetzt entgegen. Hilft aber nichts. Ich bin die Ein-Mann-Armee. Stell dir vor, ich wäre zwei Mann. Ich wäre unbesiegbar. Praktisch. Brückensteuerung ist immer noch gesperrt. Da werden wir gleich Hand anlegen. Sperren geht da nicht. Oh Gott. 4, 9, 2, glaube ich, ha? Ja, ich hab's mir gemerkt. Ich hab's mir 5 Minuten gemerkt. Ich hoffe, ich kriege einen Luftballon. Diese Leistung. Gesundheit brauche ich auch keine. Wahnsinn. Wird immer besser. Was haben wir denn da alles? Schau dir die Monitore an. Überwachung, Aufnahme, breiter Bereichscan und die Abtastung erst. Heilige Scheiße. Live-Übertragung von der östlichen Halbkugel. Da schaut sich einer an. Wieso, wo ist denn eigentlich die westliche Halbkugel? Wir haben sie vergessen. Sehr nachlässig. Okay, wir starten den Phobos-Reaktor. Abschaltung in T-10. Was? Nein! Nein! 7, 6, 5. Countdowns sind immer schlecht. Countdowner. Ich glaube, es ist nichts passiert. Kerntemperatur 37 Grad. Wo haben Sie das gemessen? Im Anus oder oral? Ziemlich Unterschiede. Die Körpertemperatur misst man am besten im Anus, sage ich euch. Weil es ist am genauesten. Okay, jetzt können wir. Die Brücke ist online. Schau dir das an. Hätten sie nicht einfach eine normale Brücke machen können? Wozu muss man das einfahren können? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Da ist das Gelände ja auch ständig präsent. Und hier auf einmal wollen sie es einziehen. Aus Sicherheitsmaßnahme wahrscheinlich. Das wird sein, ja. Das ist aus Sicherheitsgründen eingezogen worden. Oh, nein. Scheiße. Und das ist Fass explodiert, glaube ich. Wirst du. Schießt ja die Eier weg, du. Muss erstmal da durch. Wisst ihr? Bin schon weg. Das war hinterhältig, hier zu spawnen. Aber wir haben es überlebt. Die nicht. Obwohl, die waren schon tot. Wir haben es noch nicht gewusst. Da haben wir einen Patronengurt. Der letzte Schrei. Und wir fahren nach unten. Und ich habe die falsche Waffe in der Hand. Das ist doof. Oh, wow, wow. Da ist viel los heute.
glaube, ich nehme den da. Wird mir. Oh, das wird mir zu brenzlig. Nein, das Riesenrindvieh! Schau dir das an. Nein, ich fahre nach oben. Tschüss! Ich bin dann mal weg. Hey, ich glaube, das haben sie nicht bedacht, ha? Huh? Jetzt wuseln sie da unten rum. Ich brauche einfach nur Granaten runterschmeißen. Sind die doof. Habe ich noch Granaten? Scheiße, ich habe keine Granaten mehr. Das wäre sonst bequem. Aber ich gehe zurück und hole mir ein bisschen Gesundheit. Ich hoffe, ich bringe da nichts durcheinander. Kann nämlich schon sein, dass man da was durcheinander bringt. Ist ein bisschen unfair jetzt. Gebe ich zu. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Aber sie hätten ja auch die Tür hinter mir versperren können, wenn sie es nicht gewollt hätten, dass der Spieler zurückgeht. Insofern mache ich mir da keine. Und jetzt kann ich sie auch noch von hier beschießen. Oh, das sind arme Monster. Schau. Kann sich gar nicht helfen. Nein, doch, er schießt. Ich will nur die zwei da weg haben, damit ich mich um den Fetten kümmern kann. Nein, der steht auch da. Ja, ich glaube, das überlebe ich, wenn ich einfach runterfahre. Ah, da ist irgendwas gespawnt. Wisst ihr? Kann ich da raufspringen und runterschießen? Ja, ich kann. Ich muss nur schauen, dass ich mich nicht selber K.O. schieße. Das wäre dann zu peinlich, nämlich. Kommst du? Er kommt nicht. Okay. Nehmen wir den Lift. Da steht er. Wo ist jetzt der Fette? Was nehmen wir gegen den? Ich glaube, das Plasma, ha? Plasma ist immer gut. Der steht jetzt gleich da. Nein. Er ist zurückgewichen. Der steht da. Der steht auch einfach nur so da. Was ist mit denen los? Ja, es ist, glaube ich, so gedacht, dass man die Slow-Mo benutzt hier. Ja. Kommen auch noch. Wow, die spawnen ganz schön heute. Schaut euch das an. Muss ich aber aufpassen, wenn die Munition nicht ausgeht. Ich fahre noch mal hoch und hole mir ein bisschen Nachschub hier. Ein bisschen was hiefern, ein bisschen was davon. Irgendwas grunzt da noch. Ah, da ist ein Bot. Da ist ein Bot. Ich glaube, der wird mir beistehen, Zeiten der Not. Los, Spot, hol sie dir. Nee, mach mir nicht den Bot kaputt. Oh. Das ist mein Bot. Wo geht's lang? Da lang, ha? Huh? Sind diese finsteren Passagen, die etwas an Schrecken verloren haben, weil man jetzt ständig die Taschenlampe aktiv haben kann, im Gegensatz zum Originaldom. Da war das nicht möglich. Brauche ich irgendwas? Ne, ich habe eigentlich alles. Ich habe so ziemlich alles, was man braucht.
sind heute ganz schön sauer. Oh. Nein. Da geht's rund. Wo ist er? Da. Da ist er. Oh, jetzt ist er. Hat er den Schwanz eingezogen. Okay, es geht zur Ebene 2. Und ich sehe, da ist eine Schleuse wieder. Ich glaube, wir müssen wieder raus an die Oberfläche. Es hilft nichts. Ja, genau. Ich hatte recht, wir müssen wieder raus. Aber in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.